Hallo meine Lieben, heute betrachten wir eine Tatsache, die mir bisher noch nicht bewusst war. Es gibt ein menschliches Grab auf dem Mond. Und nein, das ist nicht metaphorisch gemeint oder entstammt aus irgendeinem Fantasy-Roman, sondern ist die tragisch schöne Geschichte des Ablebens eines Weltraumpioniers. Wer dieser ist, warum er auf dem Mond begraben liegt und vieles mehr, erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Ein Grab auf dem Mond? Wie soll dieses dahin gekommen sein? Auf den Flügen der Apollo-Mission, die nach der Geschichtsschreibung zwischen 1961 und 1972 stattfanden, war kein Sarg dabei. Ebenso wenig bei der ersten Landung auf dem Mond am 20. Juli 1969. Starb einer der Astronauten während der Mondmission? Vergrub man ihn dann dort im staubigen Mondsand? Verheimlichte man uns das Versterben eines Astronauten? Fest steht, es liegt ein Mensch auf dem Mond, zur ewigen Ruhe gebettet. Um das Geheimnis des Grabs auf dem Mond zu lüften, müssen wir uns zunächst die Geschichte eines außergewöhnlichen Mannes ansehen. Eugene Shoemaker. Er trainierte Astronauten und begründete eine neue Wissenschaft. Eugene Gene Shoemaker wurde am 28. April 1928 geboren und zählt zu den größten Wissenschaftlern des 20. Jahrhunderts. Seine Arbeit über Einschlagskrater beeinflusste nicht nur die Apollo-Mission der NASA, sondern auch die Theorie zum Aussterben der Dinosaurier. 1992 wurde er vom damaligen Präsidenten George W. Bush Sr. mit der National Medal of Science ausgezeichnet. Shoemaker selbst war studierter Geologe mit einer besonderen Vorliebe zur Erforschung von Einschlagskratern. So versuchte er auch, das Aussterben der Dinosaurier vor 66 Millionen Jahren durch einen Asteroiden zu bestätigen. Dies tat er, indem er die Krater auf der Erde mit denen auf dem Mond verglich. Mit seiner Forschung revolutionierte er unser Verständnis von Geologie und begründete somit eine neue Wissenschaft, die Astrogeologie. Er lehrte sie nicht nur am United States Geological Survey, sondern begleitete auch zukünftige Apollo-Astronauten der NASA, auf dessen Missionen das Sammeln von Gesteinsproben eine wichtige Rolle spielte. Wenn euch der Name auch als Laie bekannt vorkommt, so müsst ihr euch nicht wundern. Denn seine Arbeit war maßgeblich an der Entdeckung des Kometen Shoemaker-Levy 9 beteiligt, der 1994 auf dem Jupiter einschlug und Teil seines Familiennamens trug. Mitentdeckerin des Kometen war Eugenes Frau Carolyn, ebenfalls Forscherin. Nur 3 Jahre nach dem Einschlag des Kometen geriet das Ehepaar am 18. Juli 1997 in einen tragischen Autounfall. Seine Frau Carolyn überlebte, Eugene verstarb. Shoemakers großer Traum, einmal selbst in einen Raumanzug zu steigen und die Oberfläche des Mondes zu erkunden, blieb ihm damit für immer verwehrt. Naja, nicht ganz. Am nächsten Tag seines Ablebens entwarf eine ehemalige Studentin Eugenes eine wirklich mehr als zutreffende Ehrung für Eugene Shoemaker. Die Planetenforscherin erfuhr nämlich, dass ihr Mentor eingeäschert werden sollte. Sie setzte alles an eine von ihr ins Leben gerufene Initiative, um eine Unze, also 28 Gramm, seiner Asche an Bord der NASA-Sonde Luna Prospector zu bringen, die sich gerade in den Startlöchern befand. Am 31. Juli 1999 landete eine Kapsel mit der Asche von Eugene Shoemaker in der Nähe des Mondsüdpols. Er ist bis heute der einzige Mensch, der seine letzte Ruhe auf dem Mond verbringt. Und sein großer Traum ist dann doch noch irgendwie in Erfüllung gegangen. Mir war diese tolle und einzigartige Geschichte noch gar nicht so bekannt und vielleicht kanntet ihr sie ja auch noch nicht. Schreibt es mir doch am besten in die Kommentare oder gleich in den neuen MDS Discord-Server. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Ich freue mich darauf, euch dort oder hier in den Kommentaren zu finden. Und wenn du hier neu bist und keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest, dann lass mir doch ein Like und ein Abo da
und aktiviere die Glocke. Na dann, Augen auf und bis zum nächsten Mal.